Wir waren im Zoo. Wir waren im Zoo mit unserem Freundeskreis, sie haben Kinder. Wir waren im Zoo und ich stehe mit meiner Freundin und unserem Freundeskreis, deren Kinder, im Zoo bei den Nilpferdbecken. Jetzt muss man noch dazu sagen, meine Freundin, für die Leute, die sie nicht kennen, die hat studiert. Kein Scherz, fertig, Diplom. Es hat Diplom, richtig, ja. 0,0 oder 1,0, ich habe keine Ahnung. Sie, echt, ich bin bei uns der Doofe. Ich bin hier plus, minus, mal geteilt. Sie kann, oh, Wahrscheinlichkeit. Ich brauche ich nicht, ich habe eine App. Ey, mal ehrlich, was soll denn? Egal. Ey, sie ist der Brain, ich bin der Doofe, alles völlig in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Ist wichtig für die Geschichte, okay? Ich stehe hier, der Brain, da. Freundeskreis Kinder, am Nilpferdbecken. Muss ich auch kurz erklären, ist ein großes Becken. Und wenn du die Treppe runtergehst, ist eine Wand aus Glas, kannst du unter Wasser gucken. Und da stehen wir, okay? Pass auf. Plötzlich kommt ein Nilpferd angeschwommen. Ich hier, the brain da. Nilpferd kommt. Sie. Schwimmt! Die Tauben, sie fliegen! Was? Ich sag, natürlich schwimmt es. Sieh sofort auf Aggro. Genau, ja. Du raffst es mal wieder nicht, ey. Das ist eine Sensation, ey, die schwimmen. Ich sag, natürlich schwimmen die. Ja, genau. Genau. Ich sag, na sag mal, sie schwimmen, ist ein Nilpferd. Sag doch der Name, Nil. Nilpferd, Nil. Nil! Auch Flusspferd genannt. Sag, natürlich schwimmen die. Sie sofort, genau, ja, bist der Biologe, war, genau, ja. Die werden ja dann so unsachlich. Und das Geile ist ja, die drehen sich dann um und gehen. Die reden mit dir nicht weiter. Nee, die drehen sich um und gehen. Du redest doch, die drehen sich einfach nur um und gehen. Und involvieren andere Leute, die auch im Zoo sind. Die dreht sich einfach um und sagt, ja, genau, hier, du mit deinem Nilpferd, ja, hier. Ja, ja, hier, mein Freund steht da vorne, bei dem schwimmt was in der Birne, der ist da bescheuert, ist da der, ja, ja, hier. Talk to my hand, talk to my hand. Und das Geile ist, das Thema ist nicht erledigt. Nur weil die weggegangen ist, ist das nicht erledigt. Nein, das Thema ist nicht erledigt. Brauchst du keine Angst haben. Die Kinder gucken mich an. Ich sag, keine Ahnung, was die hat. Wir gehen weiter zu den Elefanten. Stehe bei den Elefanten mit den Kindern und sag zu den Kindern, guck mal, das sind Elefanten. Meine Freundin direkt, ja, ja, das sind U-Boot-Elefanten. Die leben unter Wasser. Ich sag, seit wann leben die denn unter Wasser? Ah, nicht? Bei dir schwimmt doch sonst alles, hätte ja sein können. Wenn du denkst, dass es dann erledigt ist, nein. Höhepunkt kam bei den Giraffen. Ich gehe weiter mit unserem Freundeskreis, deren Kinder. Zu den Giraffen. Ich sag zu den Kindern, guck mal, das sind Giraffen. Meine Freundin direkt wieder, ja, ja, das sind Ozeangiraffen, die leben unter Wasser. Darum haben die so einen langen Hals, können sie außer Wasser atmen. Tolle Sache, tolle Sache. Und kennst du das? Ich glaube, dafür kann eine Frau nichts. Die wird einfach, es gibt Tage, da werden Frauen morgens wach und sagen, ja. Heute vernichte ich ihn. Die sind auf Krawall, da kannst du als Mann machen, was du willst. Du kannst Rosenblätter auswerfen, da rennt die drüber und sagt, na toll, wer fechten die nachher alle weg da? Und so ein Tag war das.
So ein Tag war das. Die war richtig auf Krawall, hab ich gemerkt. Ich hab den Zoobesuch, musste ich abbrechen. Hab ich gesagt, kommt. Mein Freundeskreis gesagt, nehmt eure Kinder, wir müssen nach Hause. Ich mit meiner Freundin nach Hause gefahren, sitzen im Auto. Berufsverkehr. Wir wollten ja im Zoo bleiben. Berufsverkehr. Die Kreuzung war voll mit Autos. Ampel wird grün. Vor mir stehen aber Autos. Ampel ist grün. Sie, es ist grün. Vor mir stehen Autos. Unter Wasser hättest du die Probleme nicht, wa? Ich denke, irgendwann muss so das Thema erledigt sein. Irgendwann ist doch durch. Nein, nein, nein. Wir kommen nach Hause. Wir kommen nach Hause. Sie rennt sofort rein ins Wohnzimmer, holt so eine DVD-Box, unsere Erde. Kennst du das? Unser, wollt sie mir zeigen? Komm, sagst du, komm mal mit, komm mal mit, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal mit. Zeige ich dir jetzt, von wegen die schwimmen. Ja, ha, ha, ha. Und ich wusste, sie liegt falsch. Ich wusste, sie liegt falsch. Und ich sag, mein Schatz, ich dachte, bin ein Gentleman. Gib ihr noch mal die Hand. Ich sag, Schatz, pass mal auf. Wir müssen das ja jetzt nicht. Ist für der albern. Ich sag, Nils fährt Schwimmpunkt. Da brauchst du mir keine DVD zeigen, das weiß ich. Du hast das verwechselt. Ist doch nicht schlimm, sag ich. Mensch, weißt du, wie oft ich was verwechselte? Brauchst dich doch einfach nur vor mich hinstellen und sagen, du, weißt du was, hab ich verwechselt. Großer Meister. Kann ja so schwer sein. Was denn? Keine Chance. Keine, pass auf. Es wurde so geil. Sie setzt sich auf die Couch, spult vor. Plötzlich kommt ihr Tier. Rennt durch die Steppe. Sie, da. Ha, ha. Schwimmt gar nicht. Wisst ihr, was das für ein Tier war? Ein Nashorn. Es war ein Nashorn. Ich sagte, das ist ein Nashorn. Sagt sie, ja, wie im Zoo. Was? Ich sagte, das ist ein Zoo, das war doch ein Nilpferd. Sagt sie, das ist dasselbe. Ich sagte, das ist doch nicht dasselbe. Die haben doch zwei unterschiedliche Namen. Nilpferd, Nashorn, ist doch kein Doppelname wie Lena Marie. Dass Kinder sagen, oh, oh, ein Elefant, eine Giraffe, oh, was ist da denn? Ein Nilpferd, Nashorn. Ich sagte, das sind doch zwei verschiedene Tiere. Sie ist gar nicht. Und ich denke, komm, das wird nichts. Gib's dir nach. Du musst als Mann irgendwann, selbst wenn du merkst, musst du nachgeben. Habe ich gesagt, du, weißt du was, Schatz, jetzt wo du das sagst, jetzt fällt's mir ein. Du, nein, nein, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, du hast recht. Das war vielleicht im Zoo, das war ein Nashorn, aber beim Schwimmen müssen die das Horn abmachen. Das darf nicht nass werden. Das kann sein. Ja. Ja.